Herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Karmesin und Purpur. Hier möchte ich euch zeigen, wie ihr den 7-Sterne-Raid mit Glurak freischalten könnt. Ihr müsst das Spiel bereits durchgespielt haben, also alle drei Wege abgeschlossen haben. Dann müsst ihr Zugang zu den 6-Sterne-Raids haben. Die erhaltet ihr, wenn ihr mehrere 5-Sterne-Raids absolviert habt. Wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr einfach eine Internetverbindung haben und dann hier aufs Poképortal gehen. Nun drückt ihr die L-Taste, damit ihr euch mit dem Internet verbindet. Ihr erhaltet die Info, dass ihr die Software aktualisieren müsst auf Version 1.1.0. Hier bestätigt ihr und wartet, bis das Ganze heruntergeladen und installiert wurde. Anschließend startet ihr das Spiel erneut. Wenn ihr nochmals ins Poképortal geht und dann den Plus-Knopf drückt, findet ihr die News und solltet den Beitrag mit Glurak finden. Im nächsten Video zeige ich euch, wie ich das Glurak mit Buckle im Solo-Modus besiege. Und so hoffe ich, dass das Video euch geholfen hat und wir sehen uns hoffentlich im nächsten wieder.